Also bei uns sagt man direkt auf, wo ich herkomme, und ich muss jetzt einmal die Uhr einstellen, weil die Sachen sind, sie drehen das Mikro ab. Kurzer Blick, nee, da oben kann ich es nicht sehen. Also, warum sind wir hier? Logisch, weil wir von euch gewählt wurden nach Berlin und weil wir die sächsische Landesgruppe, eine Kampfgruppe in Berlin sind. Das habt ihr letzte Woche alle wieder gemeinsam erlebt. Es war herrlich, wieder die Gesetze, dieses Effizienzgesetz von Energie zu verhindern am Freitag. Das war wieder Knaller, den wir gelassen haben. Geht's so? Ihr habt euch angeguckt, Nachmittag 16 Uhr, 80 Mann in dem Parlament und dann wollen sie ihre Gesetze durchwinken. Brandner saß vor mir, guckt sich um, sagt, was machen wir? Ich sag, komm, wir ziehen es durch, wir sind keine 80 Mann, wir machen eine herrliche Hammelsprunggeschichte draus. Warum war das so knallig? Weil früh schon die CDU einen Hammelsprung gemacht hat und ihr habt das gesehen, wie die Nerven blank liegen. Da springt einer von der SPD aus der 15. Reihe hoch, geht zum Präsidium, beschimpft die Leute, kommt zu der CDU, zu uns und rät und schreit, ihr Faschisten, was sind das für Kerle? Die liegen blank, die sind am Ende. Und das wissen die ganz genau. Und das ist unser Trumpf. Eure und unsere Nervenstärke zeigt sich heute hier. Wir kommen immer und wir sind immer da. Wir sind die Kommunalpolitiker, wir sind die Volkspolitiker. Und genau das ist unser Ziel. Wir sind die, die bodenständig sind. Wir sind die, die dieses Land retten können, wollen und müssen. Und ihr seid dabei. Früher, ich habe eine Ausreise gestellt, ich hatte 2 Jahre Stasi-Besuch, regelmäßig durfte dort antreten. Heute nennt sich das Verfassungsschutz. Und was sagt dieser Typ? Nicht er alleine ist verantwortlich für das Niedrighalten der AfD. Nein, ARD und ZDF, die versagen durchweg jetzt. Jetzt sind sie weich gekocht und es bringt nichts mehr, uns zu beschimpfen. Dieses Medium, diese Medien müssen weg. Die GEZ muss weg. Schluss damit! Was hat Lyon, Paris, Berlin, Gießen, Plauen und Freiberg gemeinsam? Es brennen langsam die Mülltonnen. In Freiberg letzte Nacht bei der Caroline im Wahlkreis. Hier bei euch Vergewaltigung, Kriminalität. In Paris zeigt sich, was Migrationspolitik überhaupt bringt für dieses Land. Nichts. Gar nichts. Fachkräfte sind das nicht. Das sind nur Schmarotzer, die wir hier kriegen und nichts anderes. Keiner, der was kann, kommt hierher und wird in Deutschland sich ansiedeln wollen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Unsere Leute, die werden es noch mehr spüren. Wir haben jetzt im Moment die Zulieferindustrie für die Automobilindustrie. Der Automarkt geht streng zurück. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Wir merken, was dieses grüne Gespinne, was das bringt. Nichts außer Windräder im Vogtland und im Erzgebirge, die nichts können und gar nicht zur Energiesicherheit beitragen. Wir wollen unsere Atompolitik zurück. Nächste Woche ist die Aufstellung, der übernächste Woche ist die Aufstellungsversammlung für unser Europaparlament. Also für Europa, wir sagen einfach mal EU-Liste. Wir werden aus Sachsen mindestens 2, wenn nicht 3 gute Kandidaten dorthin stellen, die uns in Brüssel vertreten, die unsere Ideologie nicht, sondern unsere Gedanken dort anbringen. Mit die Franzosen, mit die Schweden, mit die Österreicher endlich dieser Politik ein Ende setzen. So geht das einfach nicht weiter. Wir senden von Blauen aus ein Signal nach Brüssel. Schluss damit! Jetzt habe ich einen ganz schönen Gedanken. Was hat Robert Sesselmann und unser neuer Bürgermeister, der Hannes Loth, gemeinsam? Das sind die Brandbrecher, das sind die Mauerbrecher gewesen. Das ist das, was wir brauchen, Kommunalpolitiker in Ämtern. Die können jetzt beweisen und die werden es beweisen, dass wir als AfD richtige Leute haben. Gute Politiker, bodenständig und in der Politik verankerte, die was im Hirn haben. Und junger Mann, ich nehme Sie beim Wort, Sie können sich auch aufstellen lassen für die Kommunalwahl nächstes Jahr. Geht in die Kommunalpolitik, festigt das Fundament unserer Partei hier vor Ort, hier im Stadtrat, in den Gemeinderäten, in Ortschaftsräten, in den Stadträten und in den Kreistag. Denn nur so können wir das erreichen, was uns leider Thüringen einmal vorgemacht und Sachsen-Anhalt auch,
aber wir werden nachziehen als Sachsen. Wir stellen Ministerpräsidenten 2024 mit unserem Jörg Orban als ersten AfD-Mann. Und dafür kämpfen wir jeden Tag. So, ich will es nicht strapazieren. Ich danke allen, die sich hierher gestellt haben. Ich habe vorhin zu euch gesagt, haltet die Plakate, haltet sie hoch. Denn das ist wahr, was ihr da schreibt. Und vielen Dank, dass ihr es hingeschrieben habt. Und allen anderen, schönen Sonntag. Glück auf!